jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Für einen Tag ein Biathlet sein. Die diesjährige Biathlon-Tour feiert ihren Auftakt in der Harzer Domstadt. Ein erfolgreiches Jahr 2019. Rückblick der Welterbestadt Quedlinburg. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Für einen Tag ein Biathlet sein. Die diesjährige Biathlon-Tour feiert ihren Auftakt in der Harzer Domstadt. Die Biathlon-Tour ist mit mehr als 90.000 Schnupperschützen und rund 12.000 Wettkämpfern auf 150 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In dieser Saison gastiert die Tour 2020 mit ihrer mobilen Biathlon-Arena erneut in 35 Städten und lädt alle Neugierigen zum Wettkampf in einer Sportart ein, die faszinierende Fähigkeiten erfordert, jedoch für fast alle Teilnehmer eine neue sportliche Erfahrung darstellt. Das Tourmotto ist: Jeder Freund dieser Sportart kann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden. Eingeladen vom Centermanager der Rathauspassagen, Enrico Burau, und unterstützt vom Stadtmarketing der Stadt Halberstadt wird die Biathlon-Tour am Samstag, den 22. Februar, von 11 bis 18 Uhr mit der Auftaktetappe 2020 auf dem Fischmarkt Station machen. Ja, also wir sind natürlich Kreisstadt im Landkreis Harz und haben uns auch überlegt, Biathlon, passt das zu uns? Aber warum nicht? Ja, es ist eben ein Tourkonzept, was ohne Schnee auskommt, ohne Berge auskommt. Und die Leute sind hier sportbegeistert. Also Sportevents sind immer gut besucht und werden gerne angenommen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dieses Format hier stattfinden zu lassen. An vier Stehend-Schießplätzen betreut Bremers In-Motion-Agentur originale Biathlon-Gewehre, die mit finnischer Infrarottechnik ausgestattet sind. Alle Neugierigen können spontan mitmachen und ihre Treffsicherheit testen. Wer den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen, unmittelbar nach körperlicher Anstrengung erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden Cardio-Biathlon-Duell an. Also es besteht aus zwei Teilen. Wir haben am Vormittag von 11 bis 13.45 Einzelwettkämpfe, also spontane Teilnahme. Man kann einfach kommen, mitmachen, Schnupperschießen auf den Biathlon-Gewehren, die auf Lichttechnik umgebaut sind. Und am Nachmittag ab 14 Uhr ist dann der Staffelwettkampf. Das heißt, dort laufen die vorangemeldeten Staffeln gegeneinander. Und die Siegerehrung ist dann voraussichtlich, je nachdem, wie viele Staffelanmeldungen wir bekommen, gegen 16, 30, 17 Uhr sowas. Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter, Wettkämpferinnen nur 300 Meter, im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer, gefolgt von 5 Schüssen Stehenschießen. Für jeden Fehler werden noch 15 Sekunden Zeitstrafe aufgebrummt, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Als besonderes Highlight haben die Veranstalter den ehemaligen Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch als Stargast und Sparringspartner eingeladen. Und wer sich natürlich traut, kann auch gegen Michael Rösch antreten, Olympiasieger 2006 in Turin. Den haben wir an diesem Tag eingeladen, der also allen Teilnehmern und auch Besuchern unserer Veranstaltung hier zur Verfügung steht für Fotos, für Interviews, für Autogramme, für Gespräche. Da freuen wir uns schon dolle drauf. Am Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Vorkenntnisse im Biathlon sind nicht erforderlich, sondern lediglich Interesse an dieser Sportart und etwas Mut, denn die durchgehend moderierten Wettkämpfe werden nicht selten von Schaulustigen mitverfolgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit. Ja, also wir haben bei dem Einzelwettkampf für den Tagessieger
nach Michael Rösch natürlich. Also wer da am besten abschneidet, der nimmt im Februar 2021 an einem Wochenende in Ruhpolding an der großen Ausscheidungsmeisterschaft teil. Das heißt, er ist also eingeladen nach Ruhpolding. Da gibt es mit dem ehemaligen Olympiasieger Klaus Fischer ein Trainingscamp. Für Unterkunft, Hotel ist alles gesorgt. Die Tour geht ja durch 35 Städte. Wir sind, ich hatte es gerade erwähnt, die Auftaktstadt in diesem Jahr. Und von diesen 35 Städten, wer dann, also dann in Ruhpolding im Jahr im Februar 2021 der Gewinner ist, der bekommt dann nochmal mit seinem Partner oder Partnerin ein Wellnesswochenende in einem sehr schönen Wellnesshotel in Deutschland. Nun liegt es an den Halberstädter Biathlon-Fans, leidenschaftlich um diesen tollen Preis zu kämpfen. Alle Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen sind eingeladen, mit Teams aus 4 Personen an der Biathlon-Staffel-Challenge teilzunehmen. Jeweils 3 Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Übrigens haben sich schon jetzt die ersten Teams gebildet. Also die Rathauspassagen wird auch eine Staffel bilden, ja, wir werden auch starten. Ich habe schon eine Stadtstaffel sozusagen aktiviert und werde auch selbst mitmachen, ja. Alle weiteren Infos zum Event und zur Anmeldung finden Sie online unter halberstadt.de/biathlontour. Ein erfolgreiches Jahr 2019. Rückblick der Welterbestadt Quedlinburg. Das neue Jahr beginnt in der Harzregion immer in Quedlinburg. Die Welterbestädter sind nämlich mit ihrem Neujahrsempfang immer die Ersten. Das war auch so im Jahr 2019. Doch diesmal sollte der Festakt auch der Startschuss zu einem ganz außergewöhnlichen Jahr werden. Gleich 3 große Jubiläen galt es zu feiern. Außerdem wurde auch in 2019 in Quedlinburg viel geplant, gebaut und investiert. Ein großes Vorhaben, das Freizeitsport- und Erholungsareal, konnte in diesem Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Planungen sind bereits so weit fortgeschritten, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann hier die ersten Gäste ins Wasser springen können. Im Zuge dessen wird die gesamte Lindenstraße saniert. Also am Freizeitsport- und Erholungsareal sind wir mittendrin in den ganzen bürokratischen Vorgängen, die Ausschreibungen laufen. Wir müssen auch bestimmte Fördermittelanträge überarbeiten, weil wir gerade im Ausbau der Lindenstraße, die ja ursprünglich nur für das Stück Freizeitsport-Erholungsareal geplant war, jetzt ausbauen vom Dittforter Weg bis zur Weihestraße, komplett sanieren, damit auch eine höhere Lebensqualität für alle, die in der Lindenstraße wohnen, schaffen. Aber das wird uns einiges mehr kosten, was zwar nicht mit dem Bad im Zusammenhang steht, aber irgendwo natürlich die Infrastruktur auch aufwertet. Was wären die Quedlinburger ohne ihren König Heinrich I.? Nun wahrscheinlich immer noch ein kleines verschlafenes Dorf. Doch vor 1100 Jahren fand in der Stadt ein Ereignis statt, das bis heute tiefe Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen hat. Die Krönung Heinrichs zum ersten deutschen Gesamtkönig. Seit dem Jahr 919 änderte sich die Geschichte der Stadt völlig. Anlass genug, um im Mai mit einem großen Heinrichfest dieses Jubiläum zu würdigen. Von historischen Aufführungen wie hier vom Verein Kaiserfrühling Quedlinburg über zahlreiche Theateraufführungen und musikalischen Highlights konnten die vielen Gäste sich über 3 Tage einmal in das Flair des Mittelalters hineinversetzen lassen. Unter dem Motto Hochkultur trifft Lichtkultur gab es dann noch ein ganz besonderes Highlight zu bestaunen. Jeden Abend wurden die Veranstaltungsorte in besonderer Weise miteinander verbunden. Quedlinburg begann zu leuchten. Gerade einmal 14 Tage später war es dann endlich soweit. Unter dem Motto Welterbe, weltoffen, willkommen wurde der 22. Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg von Ministerpräsident Rainer Haseloff eröffnet. Jahrelange Vorbereitungen waren nötig, um ein perfektes Fest abzuliefern. Auch an die äußeren Bedingungen dachten die Quedlinburger und bestellten sich ein Traumwetter mit viel Sonne. Rund 20 Bühnen sorgten für den musikalischen Rahmen, über 300 Präsentationsstände wurden den Besuchern geboten und überall gab es etwas zu entdecken. Der Lohn für diese Arbeit, die ohne die vielen Helfer, Vereine und anderen Institutionen nicht möglich gewesen wäre, waren am Schluss
über 150.000 hochzufriedene Besucher, die eine weltoffene Stadt erlebten. Der große Höhepunkt eines jeden Sachsen-Anhalt-Tages ist der Festumzug. Auch in Quedlinburg bereitete man sich monatelang darauf vor. Über 3.500 Teilnehmer, zahlreiche Pferde und historische Gespanne sowie Oldtimer zogen an den Menschen vorbei. Dutzende Musikkapellen und Vereine sorgten für beste Unterhaltung und gute Laune. Die zurückliegenden Festwochen werden bei allen Besuchern noch lange in guter Erinnerung bleiben. Die Quedlinburger selbst aber werden diese Tage wohl nie vergessen. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei den Quedlinburgern, die dieses Festjahr und diesen Sachsen-Anhalt-Tag überhaupt ermöglicht haben, dass sie dafür gesorgt haben, dass wir viele tausend Fans für Quedlinburg neu gewonnen haben. Und natürlich auch bei meinen Mitarbeitern, die viele, viele Überstunden gemacht haben und das mit einem Lächeln im Gesicht ertragen oder durchgezogen haben und wir dadurch eben uns als weltoffene Stadt und als sympathische Stadt präsentieren konnten. Welterbe, weltoffen, willkommen war nicht nur das Motto des 22. Sachsen-Anhalt-Tages. In Quedlinburg ist dieser Spruch auch ein Leitbild für das gesamte Jahr geworden. Mittlerweile kommen jährlich weit über 1 Million Touristen in die schöne Fachwerkstadt im Harz. Doch Quedlinburg bot 2019 weit mehr als nur die großen Jubiläumsfeiern. Im Jahr 2019 stand Heinrich I. überall im Mittelpunkt. Auch das Schlossmuseum zeigte mit 919 plötzlich König eine neue Ausstellung, die von Ministerpräsident Rainer Haseloff feierlich eröffnet wurde. Viel Liebe zum Detail, aber auch ganz seltene Exponate wie Urkunden aus der Zeit Heinrichs ergänzten die Schauwände. Erstmalig kam in einem Museum in Sachsen-Anhalt auch ein digitales Buch mit der Geschichte Heinrichs zum Einsatz. Für die Besucher ein ganz besonderes Highlight. Auch in der Stiftskirche wurde eine Sonderausstellung mit dem Titel »Am Anfang war das Grab« veröffentlicht. Seit mehr als 1000 Jahren sind Quedlinburg und Halberstadt bereits Nachbarn, die nur 14 Kilometer voneinander trennen. Mit dem Auto ist die Strecke kein Problem, doch wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad die andere Stadt besuchen möchte, der hatte es bisher immer schwer. Doch auch dieses Problem konnten die Quedlinburger 2019 lösen und bauten einen Radfahrweg nach Halberstadt. Als neue Wohngebiete wurden Brauns Quartier und der Lehhofsblick erschlossen. So entstand wieder einmal individueller und moderner Wohnraum in bester Lage. Apropos Bauen. So flossen allein in den letzten Jahren über 140 Millionen Euro in die Sanierung der Welterbestadt. Allein in die Erhaltung des Stiftsbergs wurden bislang 20 Millionen Euro investiert. Auch im Straßenbau waren die Quedlinburger tüchtig und haben zahlreiche Straßen erneuert. Mittlerweile lebt die Stadt nicht nur von ihrer Historie, sondern ist auch als Einkaufs- und Tagungsstadt sowie als Pflegezentrum sehr beliebt. Viele Gebäude und Einrichtungen wurden behindertengerecht umgebaut. 2019 war das große Jubiläumsjahr der Stadt mit der Königserhebung Heinrichs vor 1100 Jahren, 30 Jahre Friedliche Revolution und 25 Jahre UNESCO-Welterbe.
Doch auch 2020 soll es weitergehen. Geld dafür wird die Landesregierung auch weiterhin bereitstellen, versprach Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger beim Festakt des 25-jährigen Welterbe-Jubiläums. Aber auch für die nähere Zukunft hat Oberbürgermeister Frank Roch noch die eine oder andere Idee. Am Horizont steht die Schaffung eines Welterbezentrums für die Welterbestadt Quedlinburg. Dazu sind wir einerseits verpflichtet über den Welterbemanagementplan, aber es ist auch ein Herzensprojekt vieler Quedlinburger. Seit mehr als 1100 Jahren können die Quedlinburger bauen und feiern. Wenn sie in 3 Jahren in ihrer Stadt auch noch schwimmen gehen können, dann ist alles perfekt. Zumindest so lange, bis ihnen wieder etwas Neues einfällt.